So, meine Lieben, wir sind immer noch in Anor-Londo. Beziehungsweise gerade frisch angekommen. Haben bis jetzt den einen Gargoyle, der uns entgegengekommen ist, getötet. Wir sind bis jetzt einmal nach unten gegangen, aber wir können ja noch mal eben kurz gucken. Ob man hier rechts und links noch irgendwo was findet, was von Belang sein könnte. Aber die scheinen friedlich zu sein, solange man ihnen nicht zu nahe kommt, habe ich das Gefühl. Und die bewachen da eine Truhe. Und der bewacht hier. Diese Treppe. Also theoretisch wird man sie zum Teil töten müssen, um an die Sachen hinter ihnen ranzukommen. Frage ist, wollen wir das? Und wenn wir das wollen, wie hart kriegen wir von ihnen auf die Fresse? Also ich könnte mir vorstellen, da hätte ich schon derbe reinzwiebeln, die Jungs. Was bewachen die denn hier? Haben die auch irgendwie eine Truhe oder sowas hinter sich? Fast aus, als würde uns die Statue zum kaputt hauen, wenn wir die triggern, könnte ich mir vorstellen, aber ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir begeben uns erstmal hier auf den Hauptpfad, bei dem ich denke, dass es der Hauptpfad ist, hier runter. Und dann schauen wir erstmal, wo wir hier so lang kommen, was passieren wird. Ich frage mich halt immer noch, ob das Ding hier automatisch hochkommt oder ob es irgendwie so einen Trigger gibt, der das. Okay, scheint immer noch komplett automatisch zu sein. Oh, kann mir irgendjemand sagen, warum ich so fucking müde bin? Auf dem Samstag um 15.22 Uhr. So, der Gargoyle müsste weg sein, ne? Jo. Perfekt. Need Statue? Welches Statue? Wie geht's denn hier lang? Findet man hier hinter mir was? Nee. Dann guck ich mal, wo uns dieser Weg hier unten lang führt. Hat null Ratings, von daher könnte es eine sehr Betroll-Nachricht sein. Ist es aber nicht. Er legt mich am Arsch! Ich glaube, die Sprungreichweite reicht nicht aus, um darüber zu jumpen. Hier irgendwo weiter? Hier dran lang kann man nicht gehen, oder? Ah, da sind die Texturen zu unschön, dass man da irgendwie über den Bogen rüber könnte. Von daher kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es hier noch viel zu sehen gibt. Welche Statue wird da benötigt, frage ich mich gerade. Da unten ist ein Hebel. Müssen wir uns dann doch zuerst durch die großen, dicken Wachen durchkloppen? Ich habe halt irgendwie Angst, dass das
sich negativ auf unseren Spielstand auswirken könnte. Deswegen kann man halt versuchen, erstmal an denen vorbeizulaufen. Irgendwie dran vorbeizukommen. Halt schon 10.000 Seelen. Ja gut, ich könnte noch eben kurz ein paar Seelen mir reinhämmern und kurz hochleveln. Ich hätte jetzt irgendwie keinen Bock, da jetzt durchs auszuprobieren, 10.000 Seelen zu verlieren. Das wäre nicht so lecker. Ich hoffe dann zumindest gleich, dass die Typen, wenn wir die kloppen, ordentlich Seelen geben. Ich meine, die werden wahrscheinlich auch ordentlich auf die Fresse geben, aber... Was willst du machen? Bringen die 400? 200. Das reicht aber auch gerade so, wa? Jawoll, schau's dir an hier. Das reicht nicht. Sauber. Soul of a Nameless Soldier, die bringt glaube ich 400, oder? 800 bringt die, ui. So, ballern wir dann. Machen wir mal wieder Vitality. Ich habe das Gefühl, dass wir mal wieder HP gebrauchen können. Ich mach mal Vitality. Moin! Grüß dich! Na? Was ist denn das? Für mich ist es irgendeine Wand, durch die wir nicht zurückkommen können. Sealed by the Great Lord's power. Sieht auch nicht aus, als würde es da lang gehen. Moino! Ah, fuck! Ist ja eine Mimik! Da hab ich erst im Nachhinein geblickt. Das ist ja ein komplettes Troll-Game manchmal, ey. Hammerhart. Aber ich hätte halt schon gerne das, was in der Mimik drin ist, muss ich sagen, ne? Ja gut, da hat das Spiel drüber nachgedacht, dass die Spieler wahrscheinlich ansonsten einfach an den Wachen dran vorbeirennen würden. Um da dran zu kommen. Die Frage ist, ist das da auch eine Mimik? Das ist keine Mimik. Los, gib mir deinen Inhalt. Die Frage ist, ob das wieder Gegner sind, die besonders wütend werden, wenn man ihnen das klaut, was sie aufpassen. Und die Frage ist, ob die respawnen.
Aber in der Masse, wie sie hier sind, könnte ich mir halt schon vorstellen, dass die respawnen. Kann man davon einen triggern, ohne den anderen zu triggern? Ja, kann man. Okay. Okay, die sind auf jeden Fall zu besiegen. Die sind machbar. Ui! Ey, den Schlag habe ich nicht vorauskommen sehen. So. Wenn die safe auch neu spawnen. Das kann ich mir nicht vorstellen, wenn die. Ich hätte es mir definitiv stärker vorgestellt, die Jungs. Dem Griff will man, glaube ich, definitiv entgehen. Kommen wir mal schön aus der Ecke raus, mein Lieber. So. Was gibt's denn mehr? Gibt's denn irgendwas, was mich hier weiterbringt? Du bist entweder Ornstein oder Small, richtig? Sandy Liarhead. Die Frage ist, was passiert, wenn ich erstmal die ganzen Wachen hier aus dem Weg räume? Ob sich hier dann irgendwie irgendwas tut. Habe ich noch mal eben die da hinten und guck mich dann mal, schau mich dann mal genauer um hier. Mal sehen, ob ich irgendwas finde, was mich irgendwie irgendwo weiterbringt.
Oh, ich wollte gerade dodgen. Nach den Dudes hier nochmal wieder ein Level aufsteigen. Und hier geht es wieder dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Hier oben irgendwas übersehen vielleicht? Ach, wird der uns eigentlich auch wieder zurück nach Lordran bringen? Oh! Ach lol, die bringen einen auch wieder zurück nach Lordran. Das finde ich ja irgendwie cool, muss ich sagen. Alles klar. So gesehen sind die unsere Aufzüge jetzt. Okay, ja, und dann bringen die uns wieder hoch. Wilde Viecher, ey. Wilde, wilde Viecher. Die Frage ist halt dadurch, dass wir das Gebiet Anor'Londo jetzt verlassen haben, ob die Wachen respawned sind. Die hier nicht. Die da hinten sind auch nicht wieder da. Die auch nicht. Ein kurzer Test, wenn ich mich ins Bonfire setze, ob die dann respawnen. Ja. Oh. Was muss ich denn machen? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Aber hier ist an sich gar kein schlechter Level-Spot, glaube ich. Wie komme ich denn da vorne in das Gebäude rein? Neat Statue, welche Statue? Follow me home.
Something's always a miscarriage.